Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sprechen jetzt über die disjunktive Normalform. Das ist eine noch viel schönere Normalform als die Negationsnormalform, die wir im vorigen Video kennengelernt haben. Und das Interessante an der disjunktiven Normalform ist eigentlich der Denkansatz, wie man dahin kommt. Ich habe hier gerade schon mal so eine Formel vorbereitet, eine aussagenlogische Formel mit drei Variablen. Ich habe auch schon mal die Wahrheitstabelle dazu gemalt. Und wir wollen uns jetzt mal überlegen, wie könnte man diese Formel in eine möglichst schöne, möglichst einfache Form bringen? Also wir suchen eine Formel, die zu dieser Formel hier äquivalent ist, aber die einzige Anforderung an äquivalent sein heißt einfach nur, sie soll genau die gleiche Wahrheitstabelle haben. Das heißt, wir sind eigentlich auf der Suche nach einer Formel, die genau diese Wahrheitstabelle hier hat. Ja, wir können uns also fragen, gibt es irgendeinen schönen, einfachen Weg, genau diese Wahrheitstabelle hier zu erzeugen? Und da könnte man wie folgt anfangen. Man guckt einfach mal, wo stehen denn hier in dieser Wahrheitstabelle, wo steht denn hier wahr? Zum Beispiel hier steht wahr. Und in welchem Fall ist das? Wenn A wahr ist und B falsch ist und C wahr ist. Also könnte man sich einfach mal daneben diese Formel hier anschauen. A und nicht B und C. Ja, genau das, was wir hier sozusagen abgelesen haben. A soll wahr sein, B soll falsch sein, C soll wahr sein. Genau das kann man sagen, indem man sagt A und nicht B und C. Ja, durch eine Konjunktion verbindet man das und die hier negativ sind, da schreibt man nicht davor. Und dann kriegt man so eine Wahrheitstabelle, wo überall falsch steht, nur an dieser einen Stelle steht wahr. Und genau das kann man jetzt für alle anderen Orte machen, wo hier wahr steht. Also hier steht noch wahr. Das ist A muss wahr sein, B muss falsch sein und C muss falsch sein, damit wir in diesem Fall sind. Also schreiben wir A und nicht B und C. Und kriegen so eine Wahrheitstabelle, wo nur hier wahr steht. Und schließlich einen Fall haben wir hier noch. Hier steht wahr, das ist A ist falsch, B ist falsch, C ist wahr. Ja, diesen Fall, den können wir ausdrucken, indem wir sagen nicht A und nicht B und C. Und wie können wir jetzt aus diesen drei Formeln hier eine einzige Formel erschaffen, die genau diese Wahrheitstabelle hat? Könnt ihr kurz überlegen. Die Antwort lautet, wir nehmen die Disjunktion von diesen drei Formeln hier. Also wenn wir unsere drei Formeln von eben durch oder verbinden, also durch Disjunktionen, naja, dann wird überall ein wahr stehen, wenn in mindestens einer der Formeln ein wahr stand und dann kriegen wir genau, naja, diese drei wahr an diesen drei Stellen und das ist genau die gleiche Wahrheitstabelle wie unsere ursprüngliche Formel. Also dann haben wir hier eine Formel gefunden, die äquivalent ist zur ursprünglichen Formel, denn sie hat ja genau die gleiche Wahrheitstabelle. Und sie ist eigentlich dadurch entstanden, dass wir alle Kombinationen aufgelistet haben, in denen hier ein wahr in der Wahrheitstabelle steht. Und aus dieser Sache können wir jetzt erstmal schon ein paar interessante Erkenntnisse ziehen. Die erste Erkenntnis ist, wir haben hier gar nicht beim Erstellen dieser Normalform, haben wir überhaupt nicht mehr auf die ursprüngliche Formel geguckt, sondern nur noch auf die Wahrheitstabelle. Ja? Wir haben hier keine syntaktischen Umformungen gemacht, so wie wir es beim letzten Mal mit der Negationsnormalform gemacht haben, sondern wir haben uns direkt auf die Wahrheitstabelle konzentriert und aus der Wahrheitstabelle haben wir unsere Formel gebaut, unsere neue Formel. Und das ist ein guter Ansatz, wenn es darum geht, eine äquivalente Formel zu finden, denn die Wahrheitstabelle, die sagt uns ja eigentlich alles, was wir wissen müssen. Und dann wird einem auch vielleicht klar, hey, es gibt gar nicht so viele verschiedene Formeln, wenn man Formeln bis auf Äquivalenz betrachtet. Ja, wenn wir zum Beispiel drei Variablen A, B und C haben, dann hat die Wahrheitstabelle immer 8 Zeilen und dann gibt es nur 2 hoch 8 gleich 256 viele verschiedene mögliche Formeln, ja, bis auf Äquivalenz. Also das bringt gedanklich irgendwie viel mehr Ordnung in die aussagenlogischen Formeln, wenn man vielleicht vorher noch dachte, was kann man da alles für komplizierte Sachen mit hinschreiben mit diesen ganzen Junktoren, die wir kennengelernt haben. Aber nee, letztendlich interessiert uns nur noch die Wahrheitstabelle und davon gibt's halt gar nicht so viele verschiedene Möglichkeiten. Und damit zusammenhängt jetzt auch noch eine weitere Erkenntnis, was die Form dieser Formel hier angeht. Es reicht, wenn man immer nur Disjunktionen von Konjunktionen von solchen Variablen oder negierten Variablen betrachtet. Damit kann man bereits jede beliebige Formel darstellen, ja, bis auf Äquivalenz. Und jetzt wollen wir nochmal genau beschreiben, was es bedeutet, disjunktive Normalform zu sein. Also eine Formel hat disjunktive Normalform, wenn sie eine Disjunktion von Konjunktionen von Literalen ist. Und Literal ist jetzt auch ein neues Wort. Literal ist einfach eine Variable oder eine negierte Variable. Ja? Also hier sind nochmal drei Beispiele für Formeln in disjunktiver Normalform. Ja, hier haben wir eine Konjunktion
noch eine Konjunktion, noch eine Konjunktion und noch eine Konjunktion. Und zwar sind das immer Konjunktionen von Literalen. Also A ist ein Literal, nicht B ist ein Literal, C ist ein Literal und so weiter. Und diese konjunktiven Formeln, die verbinden wir immer durch Disjunktionen, also durch oder. Ja, und das Ganze nennt man dann eine disjunktive Normalform. Ja? Also diese Formel hier hat disjunktive Normalform. Es ist auch völlig okay, wenn unsere Konjunktionen mal nur aus einem Literal bestehen, also wenn da gar kein und mehr drin vorkommt. Ja, das hier ist zum Beispiel jetzt eine Konjunktion von einem einzigen Literal. Also wir haben hier drei Konjunktionen und die sind wieder durch und miteinander verbunden. Und es ist auch okay, wenn man nur eine einzige Konjunktion hat und gar nicht mehrere von denen mit Disjunktionen verbindet. Also das hier ist einfach eine einzige Konjunktion. Wir haben gar kein oder benutzt. Ja, das hier wäre auch disjunktive Normalform. Und beachtet auch, dass die DNF ein Spezialfall ist von der NNF, also von der Negationsnormalform, die wir im vorigen Video kennengelernt haben. Denn Negationen kommen hier immer nur direkt vor einer Variable vor, aber niemals vor einer komplexen Formel. Okay, und jetzt habe ich so viel von der DNF geschwärmt, da muss es doch noch irgendeinen Haken geben. Ja, und der Haken, der kommt jetzt, und zwar der Zeitaufwand, wenn wir eine Formel umwandeln wollen in disjunktive Normalform. Wir wissen bei der Negationsnormalform, das ging super schnell, Zeitaufwand O von N, alles super. Aber es dauert mitunter sehr lange, eine beliebige aussagenlogische Formel in disjunktive Normalform zu überführen, nämlich exponentiell lange. O von 2 hoch n. Woran liegt das? Na ja, schauen wir nochmal, wie wir vorgegangen sind. Wir hatten hier eine Formel und dann haben wir erstmal die Wahrheitstabelle gebildet. Wie viel Zeilen hat die Wahrheitstabelle? Die hat 2 hoch n viele Zeilen, wenn n die Anzahl der Variablen ist. Ja? Wenn wir irgendeine Formel der Länge n haben, dann kann man auch sagen, okay, wir haben auch ungefähr in der Größenordnung n viele Variablen vielleicht. Ja, da könnte ja sein, dass wir auch ungefähr in der Größenordnung viele Variablen haben. Also n Variablen gibt uns 2 hoch n viele Zeilen. Und da müssen wir alle Zeilen durchgehen, um diese disjunktive Normalform daraus zu bilden. Und das ist dann leider ein Exponentialzeitalgorithmus, also nicht besonders schnell. Und auch wenn man es mit einem anderen Ansatz versucht hätte, man hätte ja auch zum Beispiel anfangen können, hier syntaktisch diese Formel zu manipulieren. Wir hatten ja neulich allerlei Regeln kennengelernt und vor allem das Distributivgesetz, das wäre hilfreich dabei, wenn man eine Formel syntaktisch umformen möchte, um sie in disjunktive Normalform zu bringen. Denn hier haben wir auch den Fall, dass wir Konjunktionen durch Disjunktionen ersetzen. Ja, also diese Formel ist eine Konjunktion von Disjunktionen und wir machen sie zu einer Disjunktion von Konjunktionen, ja. Und ganz ähnlich hier, wir haben eine Konjunktion von Disjunktionen und wir machen sie zu einer Disjunktion von Konjunktionen. Also die Distributivität, wenn man sie ganz oft benutzt, dann kann man auch eine Formel irgendwann in disjunktive Normalform bringen. Das dauert im schlimmsten Fall aber auch exponentiell lange. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen üben wollt, Formeln in DNF zu überführen, dann klickt jetzt einfach auf den Link in der Videobeschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal.